Ja, ich muss mich doch sowieso immer entscheiden hier in diesem Spiel. Es ist ja nicht so, dass das Spiel mir eine Wahl lässt, ne? Gut. Mit Noff haben wir geredet, dann reden wir mit Kara und Alice, dass Jericho so der sichere Ort sein sollte. Ich dachte, bei uns Aber wäre nicht jeder wahr. Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. So, dann gehen wir mal mit unseren Leuten hier, ja? Kann ich jetzt oder? Ich muss ja mit. Ich habe mit ihm ja noch nicht geredet, ne? Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Dankeschön. Ja, meine Entscheidung ist gefallen, ne? Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Ja, allerdings haben sie das. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Allerdings sind sie das. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ja. Die Entscheidung ist mir jetzt auch mal nicht schwer gefallen, Tatsache. Wäre jetzt lustig gewesen, hätte ich die verkackt. Also nein, es wäre nicht lustig gewesen, aber es wäre möglich gewesen, dass ich sie verkacke. Ja gut, das ist alles egal. Fortfahren. Seit Oh, 6 Uhr nein. heute Morgen Ich gilt mag die eine nationale Pressekonferenz so Ausgangssperre. Der nicht. Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Aber die müssen wir jetzt auch nur noch. Die Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte. Einmal jetzt, glaube ich, hören. Nee, zwei, also im schlechtesten Fall zweimal. Alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren.
Madam President. Stimmt es, dass Androiden... Finde ich ja eigentlich auch nicht nett, was sie da einfach so planen, ne? Könnten mich ja ruhig mal mit in die Pläne einbeziehen. Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Ja, also mehr oder weniger, ne? Stimmt es, dass Androiden 60% der Streitkräfte ausmachen? Kann unsere Armee immer noch für die Sicherheit des Landes sorgen? Nachdem die ersten Vorfälle bekannt wurden, haben wir sofort alle Militär-Androiden neutralisiert und auch die Nationalgarde zur Verstärkung angefordert. Unsere gesamten Streitkräfte sind voll einsatzfähig und sie können für die Sicherheit unseres Landes sorgen. Madam President! Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Ja, die habe ich. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Danke. Das wäre alles. Aber ob ich die heute Tatsache habe, heute sehen, ob ich die überhaupt noch mal zünden muss, weiß ich gar nicht. In 20 Minuten. Das ist nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. So. Hier rennen wir jetzt einfach mal durch. Wir reden jetzt mal nicht mit ihr. Sie sagt uns sowieso nur, dass ihr ja, okay, komm, das ist nett. Ja, komm. Die Zeit nehmen wir uns dann doch. Alles in Ordnung. Wir müssen ja auch nicht zu gemein sein. Mir ist so kalt. Das hätte ja auch keinen Sinn, ne? Also wir können uns ja auch ganz ein bisschen entspannter sehen hier. Deaktivieren. Ich fände es so lustig, wenn sie einfach alles deaktivieren würde. So plupp. Oh, ich lasse dich jetzt verliehen. Oh Mann. Na komm, lass uns gehen. Nein, tut sie mir nicht! Was sollen wir jetzt tun? Ja, weiter. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Sonst hab ich gedacht. Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an. Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, du kannst dann nachprobieren. Da sind überall Soldaten. Das ist wahr. Die sind hier wirklich überall, ja. So. Da drüben, das ist Loser. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Sie werden ihn töten. Okay, gehen wir. Ja, wir brauchen Lufa ja schließlich in der Passkontrolle, denn schließlich müssen wir zu dritt da liegen bleiben. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Also ich muss mir jetzt Sachen stecken. Nein! Nein! Bitte! Boah, jetzt nicht zu langsam sein, das wäre jetzt auch richtig doof, ey. Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen.
Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Busbahnhof erreichen. Nachdem der hier weggeguckt hat wieder. Komm, guck weg. Komm, weggucken. Weggucken. Ich hab gesagt, weggucken. Dankeschön. Und auch jetzt guckst du bitte nur einmal ganz kurz hier zwischen, ne? Weil ich weiß, dass du guckst. Komm, ein bisschen flotter hier. So, jetzt kannst du wieder weggucken, hier ist niemand. Gut. So, und auch hier guckst du bitte nicht so lange, sondern... Kann man hier eigentlich durch, bevor er guckt? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich zu viel Zeit, die man braucht, um da rüber zu laufen, ne? So, zack, und weg. Und rüberlaufen. Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Das ist wohl wahr, es wäre sicherer, aber das ist auch egal. Wir gehen jetzt hier durch die Kontrolle durch. Guten Tag. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Ja. Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser... Schon weiß ich davon. Wo wollen Sie hin? Unser Auto ist kaputt gegangen. Wir gehen den Rest zu Fuß, wir wohnen hier. Er ahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen wir schnell nach Hause. Danke. Sagte er zu einem Abweichler. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren. Danke. Das ist so eine Situation, bei der man das erste Mal... eigentlich nicht diesen Weg geht. Weil es ist ja irgendwie nicht ganz offensichtlich, dass man da nichts tun soll. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Das ist richtig, Markus. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Ja gut, die öffentliche Meinung ist mir eigentlich schnuppe, wie im Krieg erklärt. Das ist jetzt also auch nicht so wichtig. So, jetzt muss ich echt überlegen... wie ich das hätte... Also, wie ich das gern hätte. Das ist schon wieder die Frage, ist das wirklich relevant oder nicht? Aber.
Ah, ich denke mal, wir gucken mal, was, dass wir hier ruhig angeschossen werden für das Ende. Und wir müssen ja einmal sowieso noch verwundet werden bis zum nächsten. Deswegen machen wir hier mal ein bisschen ruhiger das Ganze. Beziehungsweise werden dann vielleicht auch mal direkt verwundet. Ich muss gestehen, dass ich diesen Teil der Mission schon dezent nervig finde. Aber bringt ja nichts, ne? Durch den werden wir nicht so oft durch müssen. Das kann ich euch jetzt dann aber damit auch schon sagen, weil wir die ganzen Änderungen ja erst nach diesem Teil machen. Eigentlich. Also werden wir diese Szenerie noch, ja, wenn alles gut läuft, gucken wir uns die auch nur noch ein einziges Mal an, ne? Also nicht, also nach diesem Mal noch einmal. Dann noch zweimal, bin mir gerade unsicher. Das solltest du nicht tun. Ja, noch zweimal, genau. Zweimal im schlechtesten Fall. Du willst einen Mann töten, der frei sein will. Das geht mich was an. Er ist kein Mann. Er ist eine Maschine. Das habe ich auch lange gedacht, aber ich lag falsch. Abweichler haben vielleicht anderes Blut als ich. Aber sie leben. Ich habe eine Mission zu erfüllen, Hank. Am besten halten Sie sich da raus. Abweichler sind eine Bedrohung für Menschen, Hank. Och, Connor. Du weißt ja, dass es nicht so ist. Wir stecken in der Scheiße, weil wir Abweichler nicht zuhören wollten. Die Menschheit lernt nie aus ihren Fehlern, Connor. Wie recht Hank doch hat. Diesmal könnte es anders sein. Wie recht Hank doch hat. Geh von der Brüstung weg. Ich weiß, was mit ihrem Sohn passiert ist, Hank. Es war nicht ihre Schuld. Ein Laster kam auf Eis ins Schleudern und ihr Auto überschlug sich. Cole war gerade 6 geworden. Sei still! Rede nicht über meinen Sohn! Er brauchte eine Notoperation. Aber es war kein Mensch dafür verfügbar, also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Ein Android hat ihren Sohn getötet, Hank. Und jetzt wollen Sie sie retten? Nein. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Ja. Die ganze Zeit machte ich die Androiden verantwortlich, aber dieser Mensch war schuld. Er und seine verdammte Welt, in der die Leute auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Sie zu töten ist nicht Teil meiner Mission. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie kommen eines Tages über den Tod Ihres Sohnes hinweg. Busbahnhof.